So, Shop-Updates. Heute sind die diese Mode Skins drin, wo man dann einige Lackierungen auf die Jacke tun kann. Vielleicht kann ich das hier zeigen, ja. Also man kann auch Haarfarbe ändern. Ist nicht schlecht. Dann kann man sich hier Lackierungen aussuchen. Das sind halt alles Lackierungen, die ich habe. Wäre zwar optimal gewesen, wenn man auch die Hose noch anpassen könnte. Ich gehe stark davon aus, dass noch nachgepatcht wird. So als, dass man das auch verändern kann. Also, dass Epic das nachrüstet. Ich denke mal, da wird es auch vielleicht ein paar geben, die sich dann sagen, oh ja, ich muss auch die Hose aber auch ein bisschen mit haben. Kann ich mir gut vorstellen, dass da was kommt. Das sind halt alles so Lackierungen, die ich jetzt habe, also es ist eine Menge. Einfach viel. Das gleiche auch hier. Die habe ich mir eben geholt. Ich hatte auf der Switch hatte ich noch 500 V-Bucks. Und letztes Video hatte ich irgendwas mit 1115 V-Bucks. Und da sich das alles mit übernehmen lässt, also von Rette die Welt zumindest, habe ich mir schon mal im Vorfeld die geholt. Und man kriegt dann natürlich auch bei jedem Skin diese Lackierung dazu. Und sich gut auch noch auf die Waffen drauf machen. Dann gibt es hier nochmal die gleiche mit einem anderen Gesichtsausdruck. Die nochmal. Die Stylistin so, jetzt kommen wir zu dem männlichen. Sieht dann so aus. So Pink Look. Fashion Fanatiker. Ich könnte natürlich auch die Haarfarbe ändern, das wird dann auch kein Problem. Pink muss es nicht unbedingt sein, sieht in Pink eher gesagt nicht so interessant aus. Mit so einem Blau oder Grün oder standardgemäß schwarze Haare. Schicker Kommando. Kommando? Okay. Ja, das ist das dazu. Dann gibt es hier noch Rückenaccessoire, wo man sich auch die eigene Farbe noch mit drauf packen kann, muss ehrlich gesagt sagen, das sieht ein bisschen hässlich aus. Das Rückenaccessoire hätte eher was anderes erwartet. Die Lackierungen, die gerade gezeigt werden, sind alles von mir welche. Wie sehen denn aus? Ich weiß nicht. So, sieht nicht so stabil aus. Ja, auch nicht. Hatte ich was anderes erwartet von Spitzhacken her. Und Rückenaccessoire. Dann sind hier sehr, sehr viele Lackierungen, die es jetzt nur als Shop-Variante gibt drin. Es gibt natürlich noch andere, von Marvel zum Beispiel und die DC. Von Marvel gibt es auch was, aber die sind hier leider nicht drin.
Es ist wirklich viel. Es ist wirklich viel heute. Ich zeige euch das mal am besten nur noch so mit Sturmgewehr. Ich glaube, das Video wird zu lang. Oben sind schon 5 Minuten. Magma. Hitze. In dem Fall Hitze. Hätte ich eher gesagt, dass es noch ein bisschen anders reaktiv werden könnte. Okay, es ist animiert. Könnte eher reaktiv sein. Mehr mit dem Schwarzen, aber ist okay. Einsatzmuster. Eine klassische, normale, ohne reaktiv. Goldschuppen, ganz normal, klassisch. Hätte eher 300 gesagt, weil die weder reaktiv noch animiert ist. Digitales Grau. Gelb. Driftwolf. Sieht sehr schön aus. Kern. Geht so eigentlich. BC. Ja, Standard. Nullpunkt Strahlen. Boah, ich glaube, das ist schon die. Damals war das die dritte und heute. Dritte Nullpunkt Tarnung, Nullpunkt Strahlen, dann gibt es Nullpunkt Welle und Nullpunkt das Glas sich, oder ne, das Licht so sich ein ausfärbt. Vergoldendes Schwarz, hier die Wolken da, dann hier Neontier, blaues Camo, Stahlraster. Emotikel verderbt, gute Tarnung, Streusel, Tarnglühen, da genau, ewiger Nullpunkt, das ist das mit dem Licht, Fraktalpunkt, auch Z des Nullpunkts, Sternenspeer, schmelzendes Gold. Eine tägliche Shop. Schicksalsraum. Orakelhacke. Wie sich das anfängt. Orakelhacke. Waldflügel. Da ist der Backstrom drin. Bullenhai. Oh, ich glaube, der war auch längere Zeit nicht mehr drin. Unter Wasser ist. Oh ja, das war lang nicht mehr drin. Haifischgewässer. Mit Tarnung drin. Dann der Beast-Pilot. Seestern. Echt intensiv. Elektrische. Blendern. Ja, hier sind Ferrari-Skins, Rennausrüstung, auch nochmal Rennausrüstung, Buka, oh Gott, ich kann den Namen nicht aussprechen. Sonderangebot, Snake Eyes wird wahrscheinlich auch nochmal, wie Season 5, längere Zeit drin, da wirklich längere Zeit. LeBron James, alles von ihm, und Regenbogen Royal. Ist jetzt noch 3 Tage drin. Das ist natürlich alles gratis. Das hier, diese 6 Stück. Ja, wieder vollgepackter Shop. Diesmal natürlich nicht mit Marvel. Aber das ist schon viel. Auch noch die ganzen Lackierungen. Das ist heftig. Freut mich. Lackierbare Ausrüstung finde ich hässlich. Zeige Lackierung auf dein Outfit. Sehr interessant.
sehr schick, beziehungsweise es muss auch das Aussehen des Skins passen. Finde ich nicht schlecht. Und man kriegt für den Preis, dass die ja episch sind, 1500 sind die ja, nochmal eine schöne Gratis-Lackierung. Das heißt, wenn ihr jetzt hier die habt, ist das dann hier, dann kosten da wirklich doch nochmal 1500. Okay, ja, dann die Lackierung zwar im Besitz mit Skin, aber Skins kosten immer noch 1500. Ist okay.